Freunde, Obito wieder hier und heute nochmal das, die Meditales Cavalanthas Stalos. Lief eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und so ein paar Kämpfe schnell hinzukriegen, ist das gar nicht so schlecht. Ich bin knapp bei 2,9 immer noch. Also wirklich abgestürzt bin ich jetzt nicht. Aber ich spiele halt viel lockerer, kann man sagen. So, Kampf beginnt. Mal sehen, gegen Andy 000007. Boah, Führung ist heftig. Ich glaube, ich gehe hier sogar raus. Ja, ich glaube, es war schlauer, da rauszugehen erstmal. Hier einfach nichts schilden. Diese Knese, ja. Ah, da kann ich genau runterfahren, schade. Aber ist halt dem so, ne? Ja, ich lasse die Attacke durch. Das ist eine Psychokinese sogar, okay. Jetzt dürfte ich unterkontern können. Genau. So. Ja, komm. Icy kommt. Rüber. Schön mal. Als dieser Spukball ist. Ist er? Perfekt. Das mit Aquaknarre ist ekelhaft. Na, ich glaube, das können wir hier nicht mehr gewinnen. Wäre das mit der Elektroattacke gewesen? Jupp. Aber so, Den Surfer sollte man jetzt überstehen, hoffentlich. Ja. Jetzt kommt das Erdbeben. Gucken wir vielleicht ein Schild. Jupp. Ja, es gibt Probleme, aber. Ich muss jetzt hier schilden. Ich glaube, der nächste Surfer ist gar nicht mehr so weit. Oder? Ja, und jetzt machen die Wasserattacken mehr Schaden. Wieder. Das heißt, er kann mich runterfahren. Ja. Ein Konter noch, dann hätte ich die Psychokinese erreicht und das hätte dann gereicht. Schade. Ja, Trombok natürlich fieser Lead. Dafür, dass ich den Lead klar verloren habe, war das gar nicht mal so schlecht. Und wäre es Kai Lanthorn mit der Wasserattacke gewesen. Also so Wasser-Aquaknarre halt, ne? Ah, GG, oh. Oh, ich habe nicht gern gedacht, dass du das bist. Dann hätte ich dich auf jeden Fall gewinnen lassen. Also hast du wenigstens gewonnen. So, wieder einer mit Aquaknarre. Okay, es leckt mal ganz kurz. Du wirst eh aufs Surfer gehen. Wobei Donnerblitz mir echt lieber wäre. Nein, schön. Ja, das ist gut. Dann brauche ich hier nichts mehr zu schilden.
Ein Spuckball sollte ich hier auf jeden Fall überleben. Und ich kann runterfahren, perfekt. Perfekto. Ja, ich jetzt vielleicht auf Erdbeben gehen sollen. Oder auch nicht. Ich werde mir den Schild jetzt definitiv auch aufheben. Kannst dir da deine Energie ruhig auch einsetzen. Okay. Dann kriege ich den Eisdieb noch raus. So, zack, zack, zack. Du musst auf Knöscher gehen. Nummer 1. Oh, macht gut Schaden. Jetzt habe ich auch die Senkung bekommen. Jetzt muss ich auch schilden. Body Slammer, okay. So, Aeroass. Da ich eine Angst vor deiner Attacke habe, setze ich hier sofort ein. Wie viel Leben hat Lanton eigentlich noch? Okay, das reicht sogar. Ja, in der Superliga, beziehungsweise in dem Cup hier, ist Cavalantas mit Aeroass gar nicht mal so schlecht. Schlagbohrer, Aeroass, perfekt. Hier braucht man in der Regel eher nicht so viel Ender. Weil es halt Tatsache nicht so viele Pflanzen-Pokémon hier gibt. Unlicht, ja, ab und zu Nachtara oder sowas. Dafür hat man aber auch die Konter, die gut rücken. Ja, viele Länder eigentlich nicht gebräuchlich. Was man noch nehmen könnte, wäre Säurespeier, aber dann hat man so oder so nichts gegen zum Beispiel Skogler. Skogler ist sehr, sehr häufig hier. Oh, hier, Nachtara. Sehr schön. Ah, Zylot. Zylot. Ja, lass mal durch. Er hat noch Cavalanthas hinten. Wobei hier, wie heißt er? Ich komme jetzt nicht auf den Namen von. Und dann gehen wir rüber. Cavalanthas kommt eigentlich auch gut gegen an. Gegen Slot. Steinkante. Ja, ich glaube nicht, dass es die Attacke war. Ich kann mir jetzt gut Energie holen. Schlagbohrer kommt. Ah, ich glaube, der reicht noch nicht, leider. Das ist das Problem. Ja. Deswegen gehen wir auf Aeroass. Sylot ist weg. Perfekt. Hat aber auch gut Schaden gemacht. Ich glaube, ich gehe schon mal rüber. Nachtara ist gut angeschwächt. Ich denke mal, mit dem ganzen Konterschaden kann man noch gute Sachen machen. Ich schätze mal, ein Frostpino ist hinten. Nee, Crosspino, Crispino. Ist ja auch egal. Ja,
Wir überleben noch einen weiteren Schmarotzer, definitiv. Wir holen aus, perfekt. Das ist bestimmt der, hier, der Spinosaurus. Die mittlere Stufe. Ja, ich überlebe das sogar nochmal. Die Abschwächung. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja. Oh. Ach, komm schon. Komm schon. Schade, ich dachte im Gleichstand. Okay, ich hätte eigentlich mit dem Dino gerechnet. Und der Gegner gibt trotzdem auf, okay. Okay, ich hätte schilden können einmal und den Rest alles runterfahren können. War aber schon recht knapp, der Kampf. Ich hätte trotzdem mit dem Spinosaurus gerechnet. Und nicht mit Agrostella. Aber da auf Erdbeben, Erdbeben zu gehen, war echt wichtig. Wobei ich hätte auch die ganze Zeit auf Breitseite gehen können, aber dann hätte er wieder rauswechseln können. Schlurpipurpi ist nervig. Aber da können wir immer erstmal drum bleiben. Oder? Oder wir gehen rüber. Ich muss Blattgeister einsetzen. Okay, es kommt Zylord. Ich weiß, dass ich ein Erdbeben überlebe. So. Komm, lass mich Feuer zum Erdbeben. Perfekt. Bitte schild es nicht. Ui. Ui. Okay, da ist mir gegen Slot gerade geholt. Ja. Hier war ein Kavalanzas. Ich würde sagen, ja, ne? Ja. Ich glaube, der Gegner hat es gerade gemerkt. Ich glaube, der Gegner hat gerade gemerkt. Oh. Schlurp macht ja nichts gegen Kavalanzas Stahl. Und Käfer. Blattgeißel macht da absolut null was. Und Body Slam wird vom Stahltyp resistiert. Nur die Schlecker machen Schaden. Deswegen bin ich auch rausgewechselt gleich in Kavalanzas. Da, Sandara musste rauswechseln. Da ich die Eisattacken sowieso resistiere, aber nur Schlagbohrer gefährlich war. Er war auf einmal abgeschwächt. Von daher war das schon super. Neslo, hallo, grüß dich, Neslo. Okay, das ist so eins, das ist nicht schlecht. Psychokinese respektieren sie meistens. Na, hier kannst du nichts machen, hier resistiere ich alles. Jo. Miganie. Das ist kein Erdbeben.
Das ist noch kein Erdbeben. Ja, und das resistiere ich auch 5000 Mal. So. Deswegen spiele ich Aero Ass. Okay. Schon interessant. Ein Schild kann ich auch opfern, um den Wechsel zu kriegen. Weg ist Meganie. Was kommt jetzt rein? Ja, egal. Ist nur Meteorologe. Und hier fahre ich jetzt gemütlich runter. Vielleicht. Mal gucken. Ja, ich fahre gemütlich runter. Sehr schön. Dann holen wir unser Stalos rein. Ja, der Gegner weiß es. Ich würde ihn abschwächen. Ice Deep hatte ich noch ready. Meditalis gewinnt in der Regel gegen Nachtara den Gleichstand. Okay, das kann sich sehen lassen. Hallo Legios. Morgen kommt auch wieder ein Team mit Cavalanthas, aber leicht anders. Okay, zack. Ja. Wieder auf 2931. Ja, ich springe im Moment so ein bisschen hinterher von den Punkten. Ist aber nicht so wild. Macht Spaß. Also nicht das Hinterherspringen, aber die Kämpfe. Die Kämpfe, weil man kann endlich hier die Kämpfe entspannt spielen und muss sich nicht sorgen, um seinen Rang, den man als Ziel genommen hat, zu erreichen. Weil das habe ich ja jetzt mittlerweile zum Glück. War aber stressig genug. Zwiet, erstmal, ich glaube, den lasse ich gewinnen. Kommt drauf an, wie der Kampf jetzt hier läuft. Aber ich denke, ich lasse den gewinnen, auf jeden Fall. Ja, erstes schädig. Interessant, dass er der Gegner zu Vigus hat. Aber ja, die gab es natürlich auch. Und jetzt müsste ich zwei Schmarotzer überleben. Hoffe ich. Enttäusch mich nicht, Stalos. Nummer 1. Ja, ich überlebe zwei. So, ich glaube, ich gehe auch gleich einfach auf Erdbebenblindes. Oder? Ja, blindes Erdbeben. Ich hier dieses Aquaknarrenviech. Shit war korrekt. Hätte ich auch auf Breitseite gehen können. Hier habe ich Aeroas drauf. Oh, der Gegner respektiert auch. Ja, schöne trotzdem. Naja, Köder hat, schade. Aber dann hätte ich lieber durchgelassen. Aber ein Gleichstand, den ich gewinne.
Der hat gesessen. Der hat gesessen. Spukball, ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, sein Landhund hat nichts wöchentlich abbekommen. Den Kampf dürfte er gewinnen. Mit dem Donnerblitz gönne ich ihm auch. Muss ich ihm wenigstens nicht den Sieg schenken. Ich hätte Breitseite drücken sollen. Ja, hat er sich verdient, den Kampf. Also den Sieg. Den Kampf hat er sich auch verdient, aber den Sieg hat er sich verdient. War aber eng. War aber eng. Ich hätte die Samenbombe eigentlich durchlassen sollen. Dann hätte ich es gewonnen. Einfach Samenbombe durchlassen. Dann Aero Ass und fertig. So, nächster Kampf. Poke Kapos. Okay, das Vieh ist in der Führung nervig. Ich gehe gleich in Stalus mal raus. Ja, ich werde hier nicht schön. Und einfach dann mit meinem Meditalis runterfahren. Nichts schön. Ja, Eissieb macht nichts mehr. Krass, dass das ein Stalus hier einfach gewinnt. Okay, das ist gut. Ja. Schill ich hier nicht. Eissieb macht nichts. Ich werde auch nicht mit Gleichstand einsetzen. Ach, kann ich sowieso nicht, okay. Beziehungsweise im nächsten Gleichstand würde ich einsetzen. Okay, ich habe zu früh eingesetzt. Egal. Ich muss hier schön. Mal sehen, ob du abfängst. Nein, tust du nicht. Dann sollte der eigentlich reichen, oder? Ja, was kommt rein? Und ich schenke dir den Sieg. Hätte ich zwar wahrscheinlich gewonnen, aber ja, nö. Ich schenke ihm den. Den hätte ich höchstwahrscheinlich gewonnen. Ja, Schlecker tun weh, meine Konter tun aber noch mehr weh und deine Ladeattacken tun mir nicht weh. Meine Ladeattacken tun dir schon weh. Aber ich habe dir trotzdem den Sieg geschenkt. Außerdem hatte ich noch Meditalis übrig. Da hätte ich auf jeden Fall noch einen Body Slam weggesteckt und ein, zwei Konter 100 Pro rausgekriegt. Oh, jetzt habe ich bei ihm habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob er Legende ist oder nicht. Na, dann schlagen wir ihn. Wenn es den Gleichstand. Ja, ist ja gut in Ordnung. Es ist mir egal, dass du den Gleichstand gewinnst.
Okay, es wird geschildert. Ja. Da ist der ICP, jo. Ja, ich hätte auch auf ICP gehen können, aber nö. Er kriegt jetzt eine Psychokinese ab. Boah, der scheint seinen Meditatis echt zu lieben. Dann gehe ich hier rein. Wäre da auch nicht schön. Sein Meditatis ist ihm scheinbar so wichtig. Eisdieb macht nichts. So. Zack, Meditalis ist weg. Ja, ich muss rüber. Schilde hier natürlich. Gegner wechselt auch bisher nicht raus. Ach, ich kann gar nicht mehr schön. Da war ja was. Schaufler, ja. Ja, gut, dass er einsetzt. Ich kann dann rüber in Kavalanthas. Oh, Blattgeißel reicht trotz. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Blattgeißel durch trotzdem ausreicht, durch trotzdem zweifache Absenkung. Ja, Body Slam macht auch so viel. Ja, er hat gewonnen. Okay, hat er sich verdient. Ah, na, das hätte ich nicht gedacht, dass es gegen Stalos reicht, die Blattgeißel. Klar, ich hatte nicht mehr viel Leben auf Stalos, aber ja, er war zweimal abgesenkt. Und Stalos ist eigentlich ein recht guter Tank. Natürlich in der Hyperliga mehr. Okay, das ist auf jeden Fall Legende. Den schenkt mal keinen Sieg. Dann nehmen wir uns Mühe. Pfui. Das nervige Tutan-Teil. Und haben wir Eisig raus. Und gehen hier rein. Zwei Meteorologen tanken wir hier locker. Naja, er timet das auch gut. Aber ich komme ja zur Attacke. Okay. Ja, ich will die Wechsel haben. Für die Wissenschaft. Eigentlich dumm, jetzt Stalos noch zu schwimmen. Okay, Apokalypse wäre noch gewesen. Boah, Doppelwasser auf jeden Fall schon mal. Also doppel eklig. Ja, da Meditalis ist natürlich kein Spaß gegen. Ja, und leider komme ich nicht zur nächsten Breitseite. Und noch hier das Vieh, Skorgler. Ja, da habe ich ja von vornherein verloren. Doppelflug und Doppelwasser in einem Team, ja.
Okay, wir kriegen Shit. Ja, gegen das Team kann ich nicht viel machen, wenn Philippa vorne ist. Weil, ja, was soll ich hier mit Cavalanzas machen gegen das Team? Oh, du setzt sogar Schaufler ein, okay. Ah, ich setze noch meinen letzten Shit ein. Bräuchtest du denn nicht mal schön, weil du hast Apokalyp. Ich glaube auch, dass du in Ayoras noch überleben könntest. Ja, sag ich ja. Ja, kann man machen. Wie steht da eigentlich jetzt? Oh, okay. Ja, die Punkte, die ich im ersten Set gewonnen habe, habe ich quasi wieder verloren. Aber es ist halt so ein Auf und Ab, das ist nicht schlimm. Aber einen Sieg hätte ich gerne. Mal sehen, wer jetzt kommt. Na, du bist noch weit weg. Also nicht weit von Legend, aber ihr wisst, was ich damit meine. Da kann man nochmal ernsthaft gegen kämpfen. So. Bitte geh auf Surfer. Natürlich geht's auf Surfer. Hier weiß ich, dass ich zwei definitiv überlebe. Na, jetzt kann ich runterfahren. Da ist wenigstens Apokatyp weg. Okay, du wächst jetzt noch raus. Das ist interessant. Weil ich dich ja hier wieder abschwächen kann. Du musst eigentlich einsetzen. Ja. Body Slam wird trotzdem jetzt, glaube ich, ausreichen. Ja. Ich gehe in Cavalanzas. Und auf Knirscher gehen. Was macht der? Oh, Senkung. Ja, so schön einmal. So, dann gehen wir mit Cavalanzas raus. Die sind abgeschwächt. Boah, Trombok noch. Okay, es hängt kurz mal. Ja. Danke, dass es gehangen hat. Okay, Doppelgeist. Ich verstehe. Ja, den Kampf werden wir verlieren. Weil er kann jetzt perfekt runterfahren. Weil Ayoras wird leider nicht reichen. Im Gleichstand, okay. Ich krieg ihn immerhin in den roten. Ah, er muss auf Spukball gehen. Wobei, ja doch, er kann jetzt runterfahren. Ayoras hat er jetzt überlebt. Das habe ich definitiv leider verloren. Aber zwei Geist-Pokémon sind auch mies. Guck mal, kommt. Ja. Egal. Ja, das war dafür ein 0-5. Zuerst 4-1, jetzt 0-5. Ist halt so.
Wir gehen auf 2860 zurück. Aber da muss ich mir jetzt nicht Sorgen machen und Mitleid haben mit den Spielern. Da kann ich mit voller Härte kämpfen. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.